Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Aber nur zur Demo. Zumindest vorerst. Ich schaue mir das Game an und dann entscheiden wir natürlich gemeinsam, ob wir dazu ein komplettes Let's Play wollen oder nicht. Tatsächlich, das Game kam für die Wii damals raus. Ich habe Kirby vor Kirby, das vergessene Land, nicht wirklich gekannt tatsächlich. Deswegen ist das auch mein erstes Mal mit diesem Kirby. Ich drücke einfach mal auf Start. Wie wär's damit? Ja, wir gucken mal, was hier uns erwartet. Planet Pop. Ein magisches Schiff. Ja, wir können da ja auch mal reingehen, oder nicht? Ja, finde ich gut. Ich mag den Artstil, der sieht echt cool aus. Dieser nette Herr, ich habe keine Ahnung, wer das ist, scheint den Treibstoff, und zwar Zahnräder, verloren zu haben und wir müssen denen wahrscheinlich aushelfen. Ich denke mal, das ist so richtig, ja. Oh, und die Teile sind auch verstreut über den Planeten. Ah, yes, okay. Ich feiere den Artstil maximal. Oh, Guys, wie immer unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Instant Gaming. Da bekommt ihr das Spiel nochmal ein bisschen günstiger, wie wenn ihr es so bei Nintendo im eShop kaufen würdet. Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und wir schauen jetzt in das Game. In das erste Level vom Game. Mit Megalore auf Abenteuern. Besuch auf Planet Pop, Megalore. Megalore ist das heitere im Himmel auf Kirbys Welt gelandet. Soll er dir auf deinen Abenteuer zur Seite stehen? Der Helfer Megalore ist zur Stelle. Seine Tränke verleihen dir doppelte Kraftpunkte und rettet dich vor Stürzen ins Bodenlose. Aktiviert auch automatisches Schlucken. Ja, Schluckenmuskel habe ich drin. Soll der Helfer Megalore dich auf deinen Abenteuern unterstützen? Naja, ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, und dann würde ich sagen, starten wir doch mal hier rein. Level 1. Kekskulisse. So, und da bin ich auch schon wieder. Einen wunderschönen guten Tag. Stage Nummer Uno. Ah, okay, wir sind jetzt, das ist, wenn ich das richtig sehe. Okay, die Steuerung ist wenigstens die gleiche. Genau. Das ist unsere Weltenauswahl. Also halt Levelauswahl und hier sind dann die ganzen Level. Ey, sag jetzt nicht, dass die alle in der Demo drin sind. Gar keine Lust, hier 10 Stunden Demo-Version zu machen. Und nachher splitte ich das in 2 Videos und dann ist doof. Gib Joy-Con-Controller weiter und spiele jederzeit und überall mit Freunden. Bis zu 4 Spieler können zusammenspielen. Sogar Kirbys Freunde sind spielbar. Ah, yes. Mitmachen und aussteigen, wie ihr wollt. Ein Knopfdruck genügt. Ja. Knopf drücken, um gemeinsam zu spielen. Y halten, um wieder zu verlassen. Das ist jetzt. Das klingt nicht allzu schwer. So, da ist er. Kirby, die Grafik sieht echt nicht schlecht aus. Also, ich habe auch schon Pokémon. Ich meine, schlechteres gesehen. Entschuldigung. Ja, mit B kann ich Gegner einsaugen. Bottle Dees sind böse. Wie gesagt, ich kenne die Kirby-Lore nicht.
Für mich waren Beutel dies immer die, die gerettet werden müssen. Weil ich ja schließlich nur den Vorgänger im Sinne von Kirby at the Forgotten Land, beziehungsweise halt Kirby at das vergessene Land. Ah, sag mal, was ist denn los mit dir? Habe ich seine Fähigkeiten? Ich hab mein Schwert. Zack, let's go. Es ist zwar nur zweidimensional, aber ich glaube, das kann genauso interessant werden. Und ich hoffe, dass Hell Laboratory schon am nächsten 3D-Kirby arbeitet, insgeheim. Das wäre so schön. Oh, wir können auch auf Gegner draufspringen. Habe ich Schaden bekommen dadurch jetzt? Ich weiß es nicht. Naja, wenn ich nur laufen würde. Mal gucken. Ah, dann falle ich runter. Aber wenn ich so doppelt nach rechts drücke, kann ich Gas geben. Let's go. Trotzdem hier unten umgucken. Wollen wir alles mitnehmen. Da ich nicht weiß, wie lange die Demo ist, kann ich auch nicht sagen, ob es ein Video, zwei Videos, drei Videos werden. Wir werden sehen. Auch erstmal hier schön. Die Heilung wird mitgenommen. Und dieser rote Stern. Keine Ahnung, was der bringt. Ich nehme ihn mit. Einfach nur mehr Geld. Achso. Wunderbar. Ist das eine Tür? Ich bin völlig überfordert noch. Und es sieht echt cool aus. Also bis jetzt. Sagt sie mir tatsächlich zu. Achso, um durch die Stage zu kommen, Smash Bros. Mäßig, den Stick nach unten drücken. Ich habe einen Key, den ich auch nach Belieben wegwerfen kann. Was ein Gnom. Nee, jetzt musst du halt schon, hallo. Nein! Wir haben unsere magische Fähigkeit verloren, Zeugs zu benutzen. Damit können wir Türen öffnen und haben das erste Zahnrad. Topper-Zahnrad gefunden. Topper-Zahnräder liegen überall verstreut. Versuche, alle versteckten Zahnräder zu finden. Es heißt, es gibt Secret-Zahnräder. Okay, wie viele gibt es? Drei, also Starcoin-mäßig. Falls ihr mit Mario ein bisschen mehr anfangen könnt. Wir können auch so heftig saugen. Ein Run-Up! Also wir können auch so saugen wie in Kirby und das vergessene Land. Wo wir zum Beispiel ein Auto einsaugen können. Falls ihr Kirby das vergessene Land nicht gesehen habt, ich verlinke euch das erste Video oben rechts auf dem i. Da könnt ihr ganz gerne mal vorbeischauen. Ist ein super ikonisches Let's Play geworden auf meinem Kanal. Ist auch eines meiner beliebtesten Let's Plays tatsächlich. Wäre super lieb, wenn ihr da mal reinschauen könntet. Ja. Das ist eine Idee. Steppen wir mal hier nach oben und durch die nächste Tür hin. Durch. Dich esse ich auf. Hier nach links? Nee. Bumm. Oh. War ein bisschen daneben. Joa. Wie treffe ich den denn? Dankeschön. Genau, und hier kommen immer drei raus. Das habe ich schon direkt richtig erkannt. Let's go. Ich will natürlich so viel wie es geht mitnehmen. Ist ja klar. Man will ja hier auch nichts verpassen. Was mich ein bisschen stört, ja. Ihr merkt schon, Gegner respawnen nach 2 Zentimetern zurücklaufen. Ob das ein Kritikpunkt ist, ja, finde ich schon. Schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare, ob ihr das genauso spielt oder ob ihr es genauso seht oder ob ihr sagt, ja, Gegner müssen schon respawnen. So, wir sollten mal wieder vielleicht eine Fähigkeit behalten und nicht alles wieder wegschießen. Nur so eine Idee. Habt ihr eine Fähigkeit? Nein. Und jetzt mal wieder ein Stück hoch, weil dann kann ich den einsaugen. Let's go. Let's go, das funktioniert auch. Kann man Schläge auch aufladen hier? Ja. Und dann halt so einen Standardangriff nach oben. Einen standardstarken Angriff machen. Halt, da ist noch ein Stern, den nehme ich mit hier, sag mal, also wirklich. Y? Achso, um die Power abzulegen. Dann sauge ich dieses viel zu große Ding ein. Und die Waddle Dees. Ich weiß ja nicht so ganz, warum ich sie kaputt machen soll. Aber ich tue das einfach. Feuer, tatsächlich eines meiner Lieblings-Items im Kirby und das vergessene Land gewesen. Nehme ich gerne mit.
Let's go. Ich habe, by the way, neue Kameraeinstellungen. Ich weiß nicht, ob das so auffällt, falls ihr meine letzten Videos gesehen habt. Bestimmt. Also abgesehen davon, dass bei Luigi's Mansion 3, was jetzt halt auch ein Let's Play ist, was läuft, alles schwarz-weiß ist, sind ein bisschen, habe ich ein bisschen hier... Okay. Ui! Ultra krasses Superschwert. Okay. Kirby übertreibt aber auch irgendwie jedes Mal auf seine eigene Art und Weise. Das finde ich eigentlich sogar voll cool. Boah, jetzt habe ich so einen Bambusstab. Das Game sagt mir zu 90% eigentlich zu, ja. Finde ich schön. Nee, da will ich noch nicht runter. Oh, nee, da oben ist noch safe was. Ich weiß halt nicht, was hier ist, gell? Ich weiß nicht, was davon ist Bonus und wo geht's weiter? Geh mal nach hier unten. Wenn das jetzt schlecht war, dann war es schlecht. Nee, das war... Das ist der Bonus? Okay. Ist das hin... Das sieht aus wie... Diese Splitter sehen aus wie von einer... Oh mein Gott, Disco-Kugel. So, hier, mach mir mal den Weg frei, bitte. Wunderbar. Let's go. Hier wird durchgerannt. Wunderbar. Hier muss ich wieder rennen. Niau. Let's go. Zack. Und weg hier, weg hier. Und jetzt komme ich oben raus, richtig? Das wäre echt cool. Oh, wir müssen uns entscheiden. Feuer oder Schwert? Ich nehme Schwert. Weil ich glaube, das ist easier zu handeln hier. Und sogar zwei. So viel dazu. Erstmal ein Bosskampf gegen den Sphärenspuk. Bis jetzt nicht schwer. Okay, okay. Let's go. Mit der Steuerung muss man natürlich noch ein bisschen warm werden. Aber ist jetzt erstmal kein Problem. Und die nächsten beiden Zahnräder sind unsers. Was bedeutet, wir haben die 100% in dem Level. Let's go. Was das jetzt noch für ein Bonusraum war, den wir geskippt haben... Weiß ich tatsächlich nicht. Oder da kommen wir jetzt noch hin. Das wäre halt auch cool, wenn wir jetzt wieder oben rauskommen und dann dort weiter könnten. Ah, wunderbar. Als hätte ich es gecallt. Ja, komm. Da oben ist noch was. Das nehme ich doch auch mit. Durch die Tür. Und damit ist das Level fertig. Habe ich recht? Ich hoffe. Ganz genau. Oh, Bonus-Game. Let's go. Keine Ahnung, was es ist. Oh. Ah, die Kirby-Mucke. Wunderbar. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen später drücken müssen für mehr Speed oder so. Aber ist ja ganz nice tatsächlich. Und da schalten wir auch schon Stage 2 frei. Und guys, ich würde sagen, Stage 2 gucken wir uns dann im nächsten Video an. Lustiges Margoland. Wait a moment. Im lustigen Margoland wartet nun ein Schnupperbesuch auf dich. Margolor hat einen Vergnügungspark auf der fernen Welt erbaut. Besuche ihn jederzeit mit X und freue dich auf tolle Minispielattraktionen und Souvenirs. Ich würde sagen, wenn wir beim nächsten Mal noch Zeit haben, können wir da reinschauen. Aber erstmal schauen wir beim nächsten Mal in Stage 2. Guys, wenn euch die heutige Folge hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Channel, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und jetzt genug von mir. Ich wünsche euch noch was. Ciao, ciao, Leute!